Hallo, mein Name ist Andreas Moos und ich bin unter anderem Trainer für Adobe Photoshop und InDesign. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie einfach es ist, ein Xpress-Dokument in InDesign zu öffnen. Dazu benötigen Sie das aktuelle Plugin Q2ID von Marksware. Die Installation ist denkbar einfach und ich zeige diese am Beispiel von InDesign CS4. Laden Sie das Plugin von der Marksware-Webseite herunter und anzippen Sie diese. Öffnen Sie den Ordner CS4 und kopieren das darin enthaltene Plugin an folgende Stelle auf Ihrer Festplatte. Programme, Adobe InDesign CS4, Plugins, Filter. Starten Sie InDesign neu und geben den Aktivierungscode für das Plugin ein. Zuerst öffnen wir die Ausgangsdatei in Xpress, um das Dokument anzuschauen. Sie sehen eine Datei mit vielen Bildern, EPS-Grafiken, unterschiedlich formatiertem Text, Logos und so weiter. Wir werden diese später noch einmal öffnen, um zu sehen, wie genau der Umwandlungsprozess wirklich ist. Nun öffnen wir InDesign. Beachten Sie, dass Q2ID in den Versionen CS2, CS3 und CS4 arbeitet und Quark-Dokumente von der Version 3.3 bis einschließlich Version 8 öffnet. In der Menüleiste ist das Marksware-Pull-Down-Menü zu sehen und führt Sie direkt zu den Q2ID-Funktionen. Wählen Sie einfach Konvertieren von Quark-Xpress-Dokument und suchen Sie dann eine beliebige Xpress-Datei von Ihrer Festplatte. Die Konvertierung wird dann innerhalb von kürzester Zeit abgeschlossen. Automatisch wird das Dokument innerhalb von InDesign neu aufgebaut. Das gesamte Layout mit Schriften, Bildern, Grafiken, Hilfslinien, Ebenen und Tabellen. Wenn Sie immer mal wieder Xpress-Dateien in InDesign öffnen müssen, lässt sich mit diesem Tool viel Zeit und damit Geld sparen. Schauen wir uns das Dokument ein wenig genauer an. Ich zoome ein wenig herein und blende die Rahmenkanten aus, dann wird das Ganze etwas übersichtlicher. Diese Konvertierung sieht schon sehr gut aus. Wir werden das gleich nochmal kontrollieren und vergleichen. Sie sehen hier die unterschiedlichen Ebenen, die übernommen werden, die Bilder, alle Rahmen und natürlich ist der Text editierbar. Alle Formatierungen werden übernommen. Das sieht schon sehr gut aus. Nun lassen Sie uns diese beiden Dokumente miteinander vergleichen. Ich mache das InDesign-Dokument ein wenig kleiner. Und hole das Quark-Dokument noch dazu. Mache das auch ein wenig kleiner. So. An dieser Stelle sehen Sie, dass die Konvertierung sehr gut funktioniert. Zur genaueren Kontrolle zoome ich auch hier nochmal an diese Stelle, noch ein wenig genauer, mache das jetzt auch im InDesign-Dokument und Sie sehen, das schaut gut aus. Zoome ein wenig nach oben. Gut. Nun sehen wir hier unten eine neue Funktion von InDesign und zwar gibt er mir hier 11 Fehler an. Ich mache das ein wenig größer. Wir gucken uns das genauer an. Das ist das sogenannte Preflight-Bedienfeld. Die Fehler, die er hier anzeigt, sind kein Fehler des Konvertierungstools von Marksware, sondern liegen darin begründet, dass in der Ausgangsdatei Verknüpfungen fehlten. Das macht Sie darauf aufmerksam, dass Sie Ihren Kunden anrufen sollten und die noch fehlenden Verknüpfungen anfordern. Diese können Sie dann natürlich auch in InDesign neu verknüpfen. Das ist nur ein neues nettes Feature an dieser Stelle von InDesign CS4. Die Konvertierung ist also schon recht erstaunlich. Zwar wird in der Regel noch etwas Anpassung notwendig sein, aber Sie können sehen, dass das Layout, Text, Abbildung, Hilfslinien, Farben, Ebenen und so weiter umgewandelt wurden. Eine hundertprozentige Konvertierung ist nicht möglich, da Quark und InDesign unterschiedliche Ansätze haben. Zu den Problemstellen gibt es ein interessantes PDF-Dokument, was Ihnen
im Prinzip alle möglichen Fehlerquellen aufzeigt. Und dieses stelle ich auch zum Download auf meiner Webseite zur Verfügung. Wenn Sie von Ihrem Kunden Quark-Dokumente bekommen, die Sie in InDesign verarbeiten möchten, vergleichen Sie die in InDesign konvertierte Datei mit einer PDF-Datei, die aus Xpress heraus erzeugt wurde. Bei Fragen zu Marksware oder anderen interessanten Plugins zu Photoshop und InDesign besuchen Sie meine Webseite oder schreiben mir eine Mail.